letzte Mal, die sind ja kaputt worden, ja. Das Haus, der Vorbesitzer hat wahrscheinlich die Glühbirne schon 10 Jahre gehabt, ja. Jetzt hab sie schon 15 Jahre, jetzt ist sie hier geworden. Na, ist ja wurscht. Da hat man auch Lata, ne? Hab ich die Glühbirne ausgetraut, bin gefahren zum Hobby nach Misselbach. Na ja, sicher, ne? Ich hab gesagt, Entschuldigung, arbeiten Sie da? Nein, ich bin ein Mieskübel, ich bin bei der EMA 48. Der war auch so raus, schaut, sagen Sie, wurscht. Und so, ja, arbeiten Sie da? Ja, ja, ich glaub schon. So, ich brauche jetzt ein Bier, bitte. Der nimmt's. Sag ich, was ist? Sag was ist? Das ist ein 100 Watt Bier. Sag ich, was soll ich machen? Nein. Das gibt's schon lange nicht mehr. Der hat gleich angerufen, wirklich Greenpeace und alles Mögliche hat der angerufen. Ein LKW ist gekommen, ja, 10 Mann hoch, alle so weiß angezogen, haben die Glühbirnen dann entsorgt. Das war ja Wahnsinn. Sag ich, was? Nein. 640 Lumen kann ich anbieten. Sag ich, ich brauche keine Blumen, ich brauche eine Glühbirne, habe ich gesagt. Ja, ist ja, Entschuldigung. Das ist ja. Da. Nein. Na, wollen Sie nicht umsteigen auf LED? Sag ich, wüssten wir jetzt Drogen auch dran, oder? Na, 640 Lumen entspricht ungefähr 40 Watt. Sag ich, das ist ein Scheißdreck, ich brauche ein Glühbirn. Nein. Ich will gib mir die halt. Was kostet die? 11,40. Sag ich, was? Nicht die 10er-Packung. Eine, hab ich gesagt. Eine. Ja, 11,40. Ist ja nicht normal. Ein Bier. 11,40. Ich hab gesagt, die kannst du rektal versenken, hab ich gesagt. Hat er gesagt, das geht nicht. Da habe ich schon einen Nieren rein am 13,90. Da, aber... Okay. Das war... Da hat er noch mit dem Stottern angefangen, das war ja Wahnsinn. 11,40. Ich hab gesagt, mir geht's gerade wieder Glühbirn. Da hat er gesagt, ist ein Licht aufgegangen? Ich sag, nein, ich bin fassungslos, hab ich gesagt, das ist.